Hallo und willkommen zurück bei Das Schwarze Auge Mimoria. Wir stehen hier immer noch im Labor, haben den netten Forscher hier in ein Stückchen Erz verwandelt, was ich ja eigentlich gar nicht wollte. Ich habe gedacht, ich würde ihn einfach in so eine schicke Statue verwandeln, aber er ist einfach hier ein Häufchen Erz. Naja, schauen wir mal. Vielleicht können wir den mitnehmen. Man weiß nie, wozu man einen Forscher braucht. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Mhm. Achso, die Magie haben wir ja jetzt nicht mehr. Wir müssen immer irgendwie die Maske aufsetzen. Okay. Der Apparat. Dieser Art von Magie habe ich noch nie getraut. Das ist keine Magie, das ist, glaube ich, nur hier so ein Vergrößerungsapparillo. So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, können wir auch nicht mitnehmen und nichts mit anstellen. Wie wäre es, wenn wir den Besen mitnehmen? Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Ach so, ja. Bisschen Tee mitnehmen? Keine Zeit für sinnlose Erholung. Ja, nachher jammert sie wieder, weil sie Hunger, Durst und ihr kalt ist. Ich sehe es ja schon kommen. Selbst wenn es irgendwie nützlich wäre, könnte ich es nicht tragen. Naja. Okay, das ist kaputt. Und das können wir auch nicht. Was will ich mit einem Haufen glitzernder Steine? Man weiß es nicht. Für irgendwas ist es gut. Ja, mit dem Stab können wir hier nicht rausnehmen. Das ist doof. Vergiss es. Okay. Was auch immer. Okay, dann kommen wir später zum Stab irgendwann zurück. Da geht's zur Bibliothek. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Es ist ein Leuchten. Es ist ein elementares Leuchten. Können wir das hier mit? Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Ist das hier oben? Können wir das damit irgendwie? Auch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zur Drachenhalle. Hier war ja noch irgendwas Dunkles, da sind wir gar nicht hingegangen. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Ja, und geh doch trotzdem einfach mal rein. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Okay. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Anscheinend ja, es ist ein tragbares schwarzes Loch. Finsternis. Erzgeist, Finsternis. Es fühlt sich an wie eine Lampe. Doch strahlt sie Finsternis aus statt Licht. Okay. Wozu auch immer das gut ist. Drachen. Die können wir ja eh nicht. Dann gehen wir nochmal hier ins Observatorium. Er da oben hat nichts mehr anscheinend zu sagen. So, können wir im Garten irgendwas machen? Ach, hier, die Tante ist weg. Okay. Sechseck. Ein leeres Sechseck. Ja. Yeah. Der Geist hat ein Symbol zum Erscheinen gebracht. Aber was für ein Geist ist das? Beziehungsweise, wie kommt der da hin? Dass ich ihn ausgerechnet hier wieder treffe. Von mir aus kann er in diesem Loch verrotten. Können wir ihn hier irgendwie mit ihm quasseln? Hey, Kasim. Er ignoriert mich. Ja, gut. Dann nochmal zurück. Lalala, bitte. Es ist schön, wie das wächst. Ja, ja. Okay, dann. Was machst du da? Psst, in der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Okay. Können wir ihn hier wecken mit unserem Dingsbums? Nicht da, sondern Jalla. Hier. Komm heraus. Nicht gerade der Hübscheste.
Okay, erfolgreich geweckt. Jetzt haben wir hier noch so einen Geist. Humusgeist, Erzgeist und Finsternis. Ich weiß noch nicht, was wir mit der Finsternis anstellen. Moment, was haben wir hier? Bete, bete, bete. Es ist schön, wie das Nein, wächst. Ich wollte hier die Tante anklicken. Hey. Sst. Ja. Sonst wächst du noch den Geist auf. Hab ich schon längst. Können wir hier mit dem Geist irgendwas mit ihr machen? Guck mal, ich habe einen Geist gefangen. Sie erfährt besser nicht, dass ich ihren geliebten Geist aus der Erde gezogen habe. Ja, okay, dann. Dann halt nicht. Können wir mit den Geistern da unten was machen? Kann ich den da hier einsaugen? Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Hm. Okay. Kann man hier irgendwie... Ach ja. Okay, die kann man hier wieder reinmachen. Okay. Kommt ja auch nochmal zurück. Ah ja, doch. Okay, das sieht nach Rätsel aus. Und ich brauche dann erstmal sämtliche anderen Geister. Brauche ich denn noch? Brauchen Eis? Luft wird wohl hier sein. Feuer brauchen wir. Feuer, Eis, Wasser. Ja, und Humus und Erz haben wir ja. Okay, dann fehlt uns ja noch so einiges. Observatorium, bitte. Aber hier noch irgendwie ein Geist drin stecken. Wie sehe ich das überhaupt, wenn hier ein Geist ist? Nee. Ah, Moment. Wir können hier gerade mal nach draußen. Hier unten in der... In dem Dingen hier. Da ist doch noch jemand. Du bist doch ein Geist, ne? Du siehst zumindest mal so aus. Willst du mitkommen? Geist des Feuers. Gehe mit mir. Uribu? Huch. Was macht denn der dafür ein Schmökes? Erst erschrecken oder? Oder was sollte das? So, dann wieder zurück. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Wird mir das auch irgendwie angezeigt als Interaktionsmöglichkeit? Nö. Untergrundsee. See klingt nach Wasser. Vielleicht kriegen wir hier unseren Wassergeist, was auch immer ich Vieh hier, also den Fisch da. Upp. Geister des Wassers, erhebt euch. Mhm. Ach, der sieht ja niedlich aus. Was auch immer es sah niedlich aus. Sah irgendwie nach Katze oder Hund oder sonst irgendwie was. Oder eine Mischung aus beidem irgendwie aus. Wie sieht's denn bei dir hier aus? Du bist doch hier bestimmt der Eisgeist. Wesen des Eises, zeigt euch. Keine Antwort. Keine Antwort? Okay, können wir die auftauen? Hier. Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Okay. Der sich sträubt. Können wir hier, mal lieber nicht. Dunkel machen? Dunkles Fenster. Sie schimmert strahlend sauber. Moment, hier ist eine merkwürdige Aussparung. Ja, zeig mal her.
Eine Aussparung für... Für eine Hand? Hier ist eine merkwürdige Aussparung. Ja, hast du schon gesagt. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Ja, das ist halt unten drunter, wo wir schon waren. Das ist, wissen wir ja, aber ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Das bringt mich nicht weiter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch kein vollständiges Siegel. Okay, also brauche ich noch eine Hand? Und was mache ich mit dem Kelch? Irgendwas müssen wir doch mit dem Kelch sicherlich machen. Was ist der Wassergeist? Können wir den Kelch da draufstellen? Das bringt mich nicht weiter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Zurück. Tja. Nochmal gerade zurück. Vielleicht ist es nicht hier die große... nicht dahin. Nicht die große Statue, sondern die kleinen hier. Hier. Gerade gucken, ob ich das hier... Nee. Nö. Können wir nochmal mit unserem netten Freund hier reden? Oh, hier gibt es sogar Runen. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Ja gut, das da sieht so aus wie eins von diesen komischen Dingern hier, von deinen Geisterteilen. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Naja, okay. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Naja, wie sieht's? Naja, hat nichts Neues. Ich wollte eigentlich bis wissen... Bis später. Haltet mich auf dem Laufenden. Wie es mit meinem Dolch aussieht. Und hier drüber können wir ihn auch nicht befragen. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Naja, ist ja gut. Moment, halt. Wir gehen nochmal gerade zurück. Ich mache mir gerade ein paar Notizen, falls ich es doch noch brauche. Auf irgendeiner Seite. Na, die anderen Dinge habe ich nicht mehr. Okay. Das ist irgendwie so ein Dreieck mit geschwungenen Seiten. Ein Stern mit einem Kringel drin? Dann so ein Diamantteil mit zwei Bögen. Noch ein Stern, aber ohne irgendwas drin. Dann so ein einfacher Diamant. Blub, blub. Und dann ein Stern mit einem Kreis. Also der sieht auf jeden Fall anders aus, das was drin ist, als da auf dem zweiten Dingen. Weil das sieht irgendwie so aus, als wäre hier offen und hier ist zu oder halt nach oben offen. Aber irgendwie was anderes. Naja. So, raus da, raus da. Ach, mir fehlt den... Wie komme ich denn jetzt hier an den doofen Eistypen daran?
Weil das ist der, der mir jetzt fehlt. Sonst könnten wir ja schon mal irgendwie die oben einsetzen gehen. Gehen wir nochmal zurück. Ratshalle. Ach, hier. 7 Runen sind darauf eingraviert. Ja, ja. Ist halt nur trotzdem jetzt gerade die Frage. Wie? Also, die sind ja jetzt genauso eingraviert, wie im Prinzip auch oben das komische, ja, Wabendingsbums da halt ist. Nur weiß ich jetzt halt nicht, was da ist. Mal gerade gucken, abgleichen, wie das hier aussieht. Von der Reihenfolge, was ich mir eben aufgemalt habe. Das ist da das geschwungene Dreieck, das Stern mit dem Kring, also mit dem Schnörkel da drin. Diamant mit dem 2 geschwungenen Bögen, der Stern ohne was, Diamant ohne was und dann der Stern mit dem Kreis drin, beziehungsweise ist halt auch nur irgendwie so ein Sechseck dann halt drin. Okay. Drachenhalle draußen. Wunderbar. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre es ganz deutlich. Wir sind hier genau im Zentrum von Draconia. Mhm. Laterne. Haben die irgendwas uns zu erzählen? Es ist kein normales Feuer. Es ändert immer wieder seine Gestalt. Ja, Moment, ich sehe hier was. Hier ein Siegel. Guck mal. Huch. Ja. Pflanze? Mit meinem Zauber könnte ich sie alle versteinern. Ja. Du hast aber gerade keinen Schemel? Ist das eine Aufforderung? Keine Ahnung. Aus den Wänden wachsen Pflanzen. Ist dies ein Vorraum zum Garten? Okay, dann. Ich spüre die Maske in meiner Tasche. Es ist, als würde sie mich dorthin ziehen. Ja, dann mach mal, was auch immer du da machen willst. Ja. Okay. Und nu? Es fühlt sich an wie eine Lampe. Ja, es strahlt die Finsternis aus statt Licht. Ja, es bin auf die rechte Maustaste gekommen. Aktivieren, deaktivieren können wir hier. Das geht nur bei magischen Artefakten. Also. Ich wollte eigentlich hier das Ding aktivieren, deaktivieren. Können wir das Siegel aktivieren, deaktivieren? Nichts geschieht. Vision schicken macht keinen Sinn. Können wir die Pflanzen. Einfach mal. Wer zaubert in meiner Kammer? Ich habe so lange geschlafen. Bitte weckt mich mit eurer Magie. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Wie müde ich auf einmal werde. Wie jetzt? Wie müde ich auf einmal werde. Ach, jetzt hör aber auf. Wie müde ich auf einmal werde. Wie müde ich auf einmal werde. Muss ich jetzt hier die richtige Pflanze treffen? Wie müde ich auf einmal werde. Ach, jetzt komm. Wie müde ich auf einmal werde. Mehr zaubern geht nicht. Nichts geschieht. Ja. Also mehr Pflanzen, ich kann jetzt halt nur noch hier alle. Wie müde ich einmal werde. Bla bla bla. Ja, es ist gut. Wem? Ja.
Wie müde. Wie müde ich auf einmal werde. Warte mal, können wir vielleicht jetzt hier aktivieren? Ah! Erschrecke nicht. Bleibe sitzen. Es gibt etwas, das du wissen musst. Hör gut zu und du wirst verstehen. Okay. Ja, es war einmal Satinav, der Wächter der Zeit. Was auch immer geschieht, geschehen sollte oder geschehen war, schrieb Satinav in seinem Buch der Zeit. Wer von den in Buch beschriebenen Wegen abwich oder sich anschickte, die Zeit neu zu schreiben, den bestrafte Satinav mit dem Schlimmsten, was einem Wesen je widerfahren konnte. Er riss die arme Seele aus ihrer Existenz, als habe sie nie existiert. Ja, was heute niemand mehr weiß, Satinav hatte einen Diener. Mich, den Zeitjin, ja, genau. Im Namen eines Herrn durchwandelte ich die Zeiten, bestrafte die Ketzer und heilte die Risse, die durch ihre Ketzerei im Gefüge der Zeit entstanden waren. Ich war mächtig und doch war ich nur ein Diener der grenzenlosen Willkür eines verhärmten Meisters. Es kam der Tag, an dem sich all dies ändern sollte. Als eine Frau mit ihrem toten Sohn vor Satinavs Antlitz trat. Sie flehte um das Leben ihres Kindes, um eine Richtigstellung der Zeit. Doch Satinav in seiner unendlichen Grausamkeit wollte nicht hören. Nur ich hatte Mitleid mit dem Wesen. Und in einem Akt grenzenloser Güte erschuf ich mein mächtigstes Werkzeug. Eine Maske. Aha, der hat die Maske also gemeißelt. Und ich gab sie an das Wesen, auf das niemals wieder jemand etwas Kostbares verlieren musste. Ja, das ist aber nicht gut. Unheimlich. Genau. Das ist aber nicht gut, einfach so ein mächtiges Artefakt herzustellen, das dann irgendeiner Tante in die Hände zu drücken. Die hat er doch bestimmt dann irgendwo verhökert. Bestimmt dann gesagt, hier, kannst du Dinge ungeschehen machen. Und die hat dann die Maske in die Hand genommen und gedacht, na, scheiß auf das Kind, ich verhökere das für ein Königreich oder so. Okay, ja. Mir fehlt immer noch der komische Eisgeist. Kriege ich den denn? Keine Ahnung. Na gut. Werden wir wohl in der nächsten Folge noch ein bisschen rumbasteln. Vielleicht finden wir ja noch die zweite Kammer, weil es gibt ja drei. Die dritte wissen wir ja ungefähr, wo es ist. Das wird da in dieser unterirdischen See irgendwo was sein. Aber die dritte habe ich jetzt nicht gesehen. Müssen wir nochmal alles abklappern. Vielleicht finden wir da nochmal was. Also bis zum nächsten Mal.